Strategien beim Durchsuchen von Graphen oder Bäumen ist die Tiefensuche. Das ist vermutlich auch die kürzere Variante, aber nicht immer die beste. Nichtsdestotrotz sehen wir uns jetzt an, wie die Tiefensuche genau funktioniert. So, wir haben wieder unseren bekannten Graphen mit einer darunter abgebildet Adjazenzmatrix bzw. Adjazenzliste und wir werden uns jetzt grafisch ansehen, wie dieser Algorithmus der Tiefensuche eigentlich funktioniert und wie dieser mit Hilfe der Adjazenzliste, aber auch der Adjazenzmatrix abgebildet wird. Also wie werden die Daten nacheinander durchsucht. Als erstes brauchen wir wieder unser Array, in dem wir reinschreiben, welche Knoten haben wir im Graphen bereits besucht, damit wir nicht in Endlosschleifen kommen. Ja, nicht, dass der Graph von 1 nach 3 nach 4, nach 1 nach 3 nach 4, nach 1 nach 3 nach 4 durchsucht wird, immer wieder und der Commuter hier nicht mehr rauskommt. Deswegen merken wir uns alle Elemente, die wir bereits durchsucht haben, in dieser sogenannten Visited List. Gut, wir fangen irgendwann, also oben oder vorne, wie man das sehen will beim Graphen, also wir fangen einfach bei 1 an. So, bei der Tiefensuche wird jetzt das erste Kind, also zu Beginn noch, wir merken uns die 1 natürlich in der Visited List. So, bei der Tiefensuche wird das erstbeste Kind, also der erstbeste Nachbar, einfach verwendet und gleich in diesem weitergesucht. Der erstbeste Nachbar ist bei uns die 3. Ja, unten auch mit den Pfeilen dargestellt, in der Adjazenzliste das erste Element ist die 3, in der Adjazenzmatrix ebenfalls das erste Element ist die 3. Wir merken uns, dass wir die 3 jetzt besucht haben, wieder in unserer Besuchsliste sozusagen und gehen jetzt zu der 3 und sagen, okay, was ist das erstbeste Element, aber Vorsicht, das noch nicht in der Besuchsliste ist. Wie man in der Adjazenzmatrix und Liste sehen würde, wäre das erste Element wieder die 1. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, denn dann hätten wir die Endlosschleife. Deswegen nehmen wir das erstbeste Element, das nicht bereits in der Besuchliste ist, und das ist dann die 4. So, also weitergegangen zur 4, die 4 in die Besuchsliste mit aufgenommen. So, auch die 4 nimmt das erstbeste Element, den erstbesten Nachbarn. Der erstbeste Nachbar wäre die 1. 1 ist allerdings bereits in der Besuchsliste, also nehmen wir den nächsten in der Liste, das wäre die 5. Die 6 wird jetzt total ignoriert. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, als nächstes sollte er die 6 durchsuchen. Nein, wir machen eine Tiefensuche, das heißt, wir gehen den Weg fertig, solange wir können. Ja, also wir sind von der 1 zur 3, von der 3 zur 4, von der 4 zur 5 und jetzt sehen wir, machen wir das gleiche Spiel bei der 5. Die 6 wird ignoriert. Also, wir gehen zur 5, nehmen die 5 in die Besuchsliste auf, anschließend sehen wir uns den erstbesten Nachbarn an, das ist die 2, nehmen diese in die Besuchsliste auf und nehmen jetzt wieder den erstbesten Nachbarn, den wir finden, und das wäre in diesem Fall die 6. So, wenn wir die 6 gefunden haben, sehen wir schlussendlich, dass es hier keine Nachbarn mehr gibt. Ja, also jetzt können wir schauen, es gibt keine Nachbarn mehr. Wir sehen es auch in der Adjazenzliste, das ist nichts in dieser Liste, die ist sozusagen leer. Also sind wir jetzt in der ersten Iteration die gesamte Tiefe durchgegangen, es geht hier nicht mehr weiter. Das heißt aber nicht, dass wir fertig sind. Das heißt nur, wir haben den einen Weg mal bis ganz nach unten gemacht. Es kann noch andere Wege geben. Nur bei der 6 geht es halt nicht weiter. Also gehen wir einen Schritt zurück und sagen, wie sieht es bei der 2 aus? Na, die 2 hat außer der 6, und die haben wir bereits besucht, auch keine Elemente mehr, keine Nachbarn mehr, die durchsucht werden sollen. Also wieder einen Schritt zurück zur 5. Das Ganze hier wieder gemacht, ja, die 5 hat nur als Nachbarn die 2, also auch nichts weiteres, wo wir durchsuchen können. Also zurück zur 4. So, bei der 4 sehen wir jetzt, okay, es gäbe die 1, allerdings ist ja diese schon in der Besuchsliste, haben wir die vorher schon ausgeschlossen, weil sie schon in der Besuchsliste war. Jetzt gäbe es noch einen Nachbarn, der nächstlogische wäre die 6. Allerdings ist die 6 auch schon in der Besuchsliste drinnen. Deswegen gehen wir hier auch
mit der 6 nicht weiter. Allerdings wäre es die 6 noch nicht in der Besuchsliste gewesen, würde jetzt dieser ganze Algorithmus mit weiter zum nächsten, zum erstbesten Nachbarn genauso weitergehen. Aber in diesem Fall brauchen wir nicht. Ja, wir schauen wieder 1 zurück zur 3, wir schauen wieder 1 zurück zur 1. Wir haben in diesem Fall mit der ersten Suche bereits alle 6 Elemente gefunden oder durchsucht und haben deswegen beim Zurückschauen nichts mehr gefunden. Allerdings kann das, wie gesagt, durchaus der Fall sein oder ist auch der Regelfall, vor allem in Bäumen. Nur dieser spezielle Graph hat das eben nicht. So, das nach vorne schauen ist wahrscheinlich jetzt recht eingängig gewesen. Wie geht das? Also nimm den erstbesten Nachbarn, in den du in die Zeile bzw. in der Liste nachschaust. Wie ist denn das? Wie geht das mit dem Zurück und dort wieder weitersehen? Na, im Endeffekt ist dieser ganze Algorithmus einfach nur eine Rekursion. Und wenn die Rekursion zu Ende ist, dann macht die automatisch einen Schritt zurück. Das heißt, normalerweise ist das nichts anderes, wie man nimmt das erste einen Knoten, schmeißt diesen Knoten in eine Funktion, geht dadurch, prüft, ob, wenn dieser bereits in der Besuchsliste ist, geht er aus der Funktion raus. Ansonsten geht er jeden Nachbarn durch in eine Schleife und ruft die Rekursion selbst wieder auf. Dadurch wird jeder Nachbar, der noch nicht in der Besuchsliste ist, durchsucht, aber es ist automatisch genauso eine Tiefensuche, wie wir sie hier jetzt grafisch gesehen haben. Der zweite Algorithmus ist die Breitensuche. Breitensuche gibt es in einem anderen Video. Wenn es ein Praxisbeispiel dazu geben sollte, oder wenn ihr es wollt, kein Ding, seht euch die Graphenalgorithmen an, die bereits da sind. Da gibt es zum Beispiel das Thema der Wegfindung, ist bereits implementiert nach genau diesem Schema der Tiefensuche. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo hier und viel Spaß bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.